So, es war mal wieder Zeit für eine Mittagspause. Und natürlich sucht man sich dann ein lauschiges Plätzchen an so einem Fjord. Ich hatte mir was zu essen gemacht. Da drüben an der Straße ist so ein kleiner Schotterplatz, wo man parken konnte. Das habe ich damit getan. Und der Tag rennt hier förmlich. Nur mal, um so eine kleine Vorstellung zu kriegen, wenn ich 200 Kilometer fahre, brauche ich so circa 6 Stunden über Land hier. Ja, ich habe eine Durchschnittsgeschwindigkeit von nicht mal 40 km/h. Und das nicht, weil ich bummel, sondern weil hier halt die Geschwindigkeitsregelungen so streng sind. Muss aber auch sein, weil man eh die ganze Zeit links und rechts aus dem Fenster guckt und gar nicht schneller fahren will. Nach der Mittagspause geht es dann weiter Richtung Christiansand. Ja, die Dame, die da vorne gerade wieder kommt, hat hier auch geparkt, wo ich hier reingefahren bin, um zu gucken, ob man hier parken darf. Und habe sie dann gefragt und sie sagt, für 3-4 Stunden wäre kein Problem. Dann mache ich das doch mal und gehe jetzt Richtung Christiansand bzw. Radl. Ja, ich fahre jetzt gerade Richtung Zentrum und wollte euch mal diese super ausgebauten Radwege hier zeigen. Also dieser gelb gestrichelte ist der Radweg. Für jede Fahrtrichtung eine Fahrbahn. Finde ich mehr als vorbildlich. Ich möchte das Kennzeichen gerade nicht zeigen, aber das ist ein Krankengymnast bei mir aus dem Nachbarort. Also, wenn du das sehen solltest, schreib doch mal einen Kommentar. Falls du das Auto nicht bisher verkauft hast, das kann natürlich auch sein. War ja mal im Gespräch. Also der Radweg ist der Hammer hier, mit eigenen Unterführungen immer. So Richtung Zentrum immer noch. Hier geht es in sowas wie eine Fußgängerzone. Da muss ich als erstes hin wegen der SD-Karte, die ich ja vorher nicht bekommen habe. Ich denke mal, die Stadt hier, die ist so groß. 90.000 Einwohner, glaube ich, stand in diesem Reiseführer. Da wird es wohl sowas Ähnliches geben wie unsere Elektro-Großmärkte. Auf jeden Fall gibt es hier schöne Mammuts. Und schöne Wasserspiele. Schaut euch das Getummel mal hier an. Auch in den ganzen Restaurants. Corona ist hier nahezu null Thema. Und funktioniert zurzeit anscheinend auch. Also in der ganzen Stadt ist überall diese Regenbogenflagge aufgehangen. Und auch jede Menge andere bunten Sachen. Ich weiß nicht, ob es so eine Art CSD-Day ist. Auf jeden Fall stehen die Leute Schlange, um da vorne zu den Fahnen und den Regenbogen hinzukommen. Daher muss ich dann wohl auch einmal auf dieser Seite dahin gehen. Aber auch im Blick diese prachtvolle Kirche hier. Hier ist dieser Regenbogendurchgang, den ich meinte. Aber die Leute stehen gar nicht dafür an, sondern da vorne ist ein mobiles Testcenter wegen Covid-19. Tja, gerade noch erwähnt, dass das hier kaum Thema zu sein scheint. Anscheinend doch. Ein wunderschöner Platz hier. Ich würde sagen, das ist der pompöseste McDonald's, den ich je gesehen habe. So darf eine Fußgängerzone doch gerne mal enden, oder? Ich meine, mit dem Wasser haben sie es hier ja. Aber es ist wunderschön gemacht. Auch hier so ein kleiner Hafenbereich. Für mich der schönste Teil, die Seite mit dieser alten Festungsmauer anscheinend. Und dahinter ist halt ziemlich verbaut. Aber ist halt Großstadt, ne? Zumindest hier für die Verhältnisse. Dieser ganze Bereich fällt hier übrigens unter Strandpromenade. Ist ein bisschen anders, wie man das bei uns kennt. Aber das Naturbelassene ist natürlich auch sehr schön. So wie es aussieht, kann man hier reinfahren. Ich glaube, das ist irgendwas von einer Verwaltung, Kommune. Aber dann kann man ja umso eher reinfahren. Ja, das macht einen guten Eindruck. Wie ich vorhin schon sagte, das wirkte vom
Weiten schon sehr schön hier. Und von innen hier natürlich noch mal schöner mit dieser Festungsanlage. Wenn ich die Schilder richtig gedeutet habe, ist das Frederik III. Zu verdanken. Hier ist so ein Spaßbad, ein Wellnessbad, alles in einem. Da liegen selbst die Leute draußen vor der Tür auf der Wiese. Ich weiß nicht, ob der Bereich dazugehört. Und hier rollt man so schön am Hafen weiter entlang. Ich wollte euch aber auch nur noch einmal hier vorne links den Sandstrand zeigen, mit der Liegenden im Wasser. Das fand ich vorhin ganz nett. Das hier ist der alte Teil von Kristiansand. Schön mit diesem Wandtattoo dort. Und das soll auch der schönste Teil sein. Ich schaue mich jetzt mal noch ein bisschen weiter um, weil den Rest muss ich mir sonst nicht unbedingt anschauen. Aber ich lasse mich ja gerne überraschen. Vielleicht kommt noch was. Dieses Gebäude der Norgesbank finde ich auch noch mal sehr schön. Ich bin jetzt hier unten beim Zoll am Fährhafen angekommen. Ist natürlich ein toller Anblick, wenn man da so ein Katamaran und daneben so eine riesen Fjordfähre sieht. Aber ansonsten gibt es auch hier nicht so ganz viel. Und ihr mögt es glauben oder nicht, in der ganzen Fußgängerzone nicht ein Elektrogeschäft. Also ich muss sagen, hier hat es mir jetzt nicht ganz so gut gefallen in Kristiansand. Und werde deswegen weiterfahren Richtung Mandal. Das ist auch noch mal eine Stunde mindestens bei den Geschwindigkeiten hier, was aber auch nichts macht. Ich weiß nicht, ob es dann noch weitergeht oder nicht, das werdet ihr gleich sehen. Aber hier, Kristiansand, kann ich nicht unbedingt empfehlen. Was noch ärgerlicher ist, die öffentlichen Toiletten kosten alle 10 Kronen, aber man kann nur mit so einer komischen Karte bezahlen. Und diese Karte habe ich nicht. Auch das ist ärgerlich. Dann dürfen Sie sich nicht wundern, wenn die Touristen überall wild pinkeln.